Ihre tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha, der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White. Fälschungen, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden Sie das nicht sagen, so wird Ihnen kein Morgenrot scheinen. Jesaja 8, Vers 20. Das Volk Gottes wird an die Schrift verwiesen. Sie soll seinen Schutz vor dem Einfluss der Irrlehrer und der verführerischen Macht von Geistern der Finsternis sein. Satan wendet alle möglichen Tricks an, um die Menschen davon abzuhalten, sich Bibelkenntnisse anzueignen, denn ihre klaren Aussagen decken seine Betrügereien auf. Bei jeder Neubelebung des Werkes Gottes wird der Fürst des Bösen zu noch intensiverer Tätigkeit angeregt. Jetzt richtet er seine allergrößten Anstrengungen auf die letzte Schlacht gegen Christus und seine Nachfolger. Die letzte große Täuschung wird Wunder wirken. Die Fälschung wird dem Echten so ähnlich sein, dass es unmöglich sein wird, zwischen den beiden zu unterscheiden, es sei denn durch die Heilige Schrift. An ihrem Zeugnis muss jede Aussage und jedes Wunder geprüft werden. Wer das Wirken von Wundern zum Prüfstein seines Glaubens macht, wird herausfinden, dass Satan durch bestimmte Täuschungsmanöver Wunder wirken kann, die echte Wunder zu sein scheinen. Satan arbeitet listig. Er wird subtile Trugschlüsse einbringen, um das Denken zu verwirren und die Lehren über die Erlösung auszurotten. Wer das Wort Gottes nicht so nimmt, wie es dasteht, wird in seiner Schlinge gefangen werden. Böse Engel sind uns immer auf der Fersen. Sie erobern sich neuen Boden und wirken vor unseren Augen Zeichen und Wunder. Einige werden versucht sein, diese Wunder als von Gott kommend anzunehmen. Kranke werden vor unseren Augen geheilt werden. Wunder werden vor unseren Augen vollbracht werden. Sind wir auf die Prüfung vorbereitet, die uns erwartet, wenn die lügenhaften Wunder Satans noch deutlicher zur Schau gestellt werden? Werden nicht viele darauf hereinfallen und eingefangen werden? Indem sie sich von der klaren Vorschriften und Geboten Gottes entfernen und auf Fabeln hören, programmieren sich viele auf die Annahme dieser Pseudowunder vor. Wir alle müssen uns jetzt für den Kampf rüsten, indem wir uns schon bald werden engagieren müssen. Das Vertrauen auf Gottes Wort und der Gebet studiert und praktisch angewendet, wird uns vor Satans Macht schützen und uns durch das Blut Christi zu Überwindern machen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Gott mit uns.